So, 18.05.23, Christi Himmelfahrt, Männertag. Eine alte Lederfabrik in Cottbus, Coswig. So. Ja, ich bin jetzt hier den ersten Zaun will ich rein, das Tor, Werkstor. Und hier habe ich jetzt das nächste Hindernis, wie es aussieht. Angeblicher Video überwacht. Naja, das steht immer da. Oftmals. Wie soll das funktionieren auf einem Grundstück ohne Strom? Frage ich mich. Schauen wir mal. Aha, hier wird es interessant. Probieren wir erstmal die Häuser, wo. Gebäude, die nicht so direkt gesperrt sind. Aha, hier wird es relativ schnell, also schon zu Ende. Gibt es eine Möglichkeit? In der Regel gibt es eine Möglichkeit. Und die könnte hier sein. Eigentlich sogar mehrere Möglichkeiten. Was ist dahinter? Ist das Stacheldraht? Nee, das sind nur Dornen. Das sieht auch aus, als wenn sich hier so Leute hochgequält haben. Oh, leck mich am Arsch, Fetten. Das könnte gut funktionieren. Kann das nicht. Oh Mann, ey. Ach du Scheiße. In die Richtung scheint noch was am Leben zu sein. Nee, das machen wir nicht. Anstrengender. Irrtum. Großer Irrtum. Auf den Dreck. Schuh. Also nix. Das hier könnte funktionieren. Könnte. Wir haben es schon mal einige so probiert, scheinbar. Und auch geschafft. Könnte sein, dass ich mir rück zu was anderes suchen muss, das ist nicht ein Stein.
Dreck auf der Linse? Nee, alles gut. Oh, oh. Farbe. Den Bogen gemacht. Gut. Ist nicht immer so praktisch, dass es aufhört, wo es angefangen hat. Siehst du hier, durch die Fenster sind auch Leute rein. Das sieht jetzt auch nicht so das, was mich jetzt so
interessiert. Interessant. Duschräume. Natürlich.
Das kommt mir bekannt vor. Ja. Somit ist der Keller geschafft. Wie im VEB-Feintuch. Große leere Hallen, alles ausgeschlachtet. Nichts mehr da. Bin ich ein Müßiggänger? Steht da. Das ist wiederum Metall. Ich ziehe die mittlere Treppe vor. Die ist so steil. Ich schätze, ich werde im Wesentlichen hier immer dasselbe zu sehen kriegen. Das ist Stein. Das geht.
beiden Seiten führt nur eine Metall. Nee, führt nicht. In der Mitte war noch ein Aufgang. So. Ja. Gut. Wird schon interessanter. Augenscheinlich Holz, aber nur die. Der Belag ist Holz, der Rest ist, wie man hier sieht, Stein. Demnach kann ich da drauf laufen. Und das war hier die genauen Notausgänge. Die Metallleiter. Oh, wir haben ein paar was stehen lassen. Ach, da sehe ich irgendeinen Rotz. VEB Lufttechnische Anlagen Berlin. Natürlich geschlachtet. Dampfkesselfabrik Heidenau. Kubikmeter die Minute. Komisch, mir war gerade so, als er die Heizung war. Mit Metallverstärkung.
zum Teil drunter. Oh, hier hat wohl mal einer genächtigt. Solarplatten angeschlossen. Untereinander, aber wo gehen sie hin? Was speisen sie ein? Hier rein. Aha, hier war so der Anschluss. Was hier? Salz. Okay, ich würde schätzen, damit habe ich das erste Gebäude geschafft. Oh, wenn man sich so hier den Boden anguckt. Nee, das macht, da gehe ich nicht hoch. Das. Auch eine Solarplatte.
Wasser. Wasser, hier drunter ist Wasser. Zum Teil. Zugemauert. Wahnsinn. Wir haben es echt probiert, ne? Ich mach jetzt mit der Karte, wenn ich nicht sehe. Hier wird es dann langsam nervig mit der Vegetation. Und da hinten scheint es wieder. Nee, da geht schon wieder die normale Welt los. Da will ich jetzt nicht. Die zugemauerten alles. Meine Fresse. Mal gucken, ob ich da. Die Richtung und die Hallen ist egal. Ich mache erstmal die Hütte hier. Da habe ich vorne einen angenehmeren Einstieg gesehen. Wie man sehen kann, komplett aus Stein, also nichts zu befürchten. Warte mal. Nee, dachte schon. Geht es hier nicht nach irgendwo anders? Ich habe immer so eine schlechte Orientierung.
Fahrt an. Naja, wenn es da so steht. Büro. Hier kam ich gerade rein. Aha, alles klar. Viele Hände, schnelles Ende. Entschuldigung. Mhm. Ja, klar. Aha, hier geht's auf die Etage, auf die untere, wo es dunkel wird. Wenn sogar so ein Ding dem standhält, naja, wird nicht auf dumme Gedanken kommen. Wie man sehen kann, eine nicht sonderlich vertrauenserweckende Treppe. Frauengriff. Das Büffk. Ich krieg keinen größeren Abstand. So, dran mal schmaler. So. Armatur oder so. Gigantisches. Inhalt 7157 irgendwas im Tausenderbereich. Was das auch ist. Das ist frustrierend, das scheint die einzige Treppe nach oben zu sein.
das ist die einzige nach unten. Nee, lass mal. Muss ja nicht sein. Aber nach unten komme ich noch rein, weil es von außen ein Loch gab. Warte mal. Was ist das? Es gibt wirklich keine Möglichkeit, oder? Schon. Ich hab's ja auch nirgends einen Zugang. Alles nur Büro. Vor allem da steht Heil Satans. Mehrzahl. Nicht gut, aber ich gehe hier wieder raus. Warte mal, ich fange noch in die Richtung. Und dann versuche ich es nochmal durch dieses kleine Loch. Bin ich bescheuert? Ach so, ja. Hier ist es. Und das Erdgeschoss, und dann durfte ich es eigentlich schon geschafft haben. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Außer vielleicht noch im Keller. Ist natürlich frustrierend, dass du hier nicht reinkommst, wa? Obwohl, warte mal. Naja, insgesamt anderen.
Ah ja, das ist die andere Seite. Oh, fuck it. Das ist rutschig. Ah ja, jetzt weißt du auch, warum sie es hier zumachen. Die Leute nutzen so eine Buden dann immer als Müllablage, was sehr schade ist. Lastenaufzüge. Naja, wir sind ja ganz unten. Da oben ist er. Einer dritten. Vierten. Okay. Damit habe ich es gesehen. Ach. Mal sehen, könnte ich es da theoretisch durchschaffen? Oder könnte ich ein noch größeres Loch finden? Ist ja nicht besser, oder? Zugemauert. But why door? Warum die Tür?
Tonrolle. Oder Filmrolle? Tonrolle. Gut, entweder durch die Löcher oder das war's. Gut machbar. Absolut machbar. Ach du Scheiße. Tief geht's denn da runter? Ach, gar nicht groß. Ich dachte jetzt, ich habe da unten irgendwie eine Halle gesehen, aus der Schwarze. Unsinn. Okay. Wie schön.
Porter, mach mal schon Porter. Porter da oben. Aber wenigstens ist auch hier Bier. So ein großer Waschkessel oder so. Erde. Aha. Muss es hinten irgendwie rangehen. Durchgehen und da hinten ist eine Treppe. Was sind das? Ach so. Haben wir das nachträglich zugemacht? Wenn, dann war es nicht sehr klug gemacht. Okay, zu erwarten, sehr viel Wasser drin. Und hier so gut wie nichts. Hier ist auch das Dach noch intakt. Einmal rechts ist auch einmal links. Na gut. Zweiter Akku. Beginnt zweiter Akku. Ich denke mal, den werde ich auch nicht mehr ausschöpfen müssen.
ich hätte eine Menge verpasst, wenn ich dieses Loch nicht genommen hätte. Etage aussieht, ist vielleicht auch nicht so verwerflich, dass das zu ist. Obwohl, das hier ist ja nur ein Dach. Siehe da. Hier geht's hoch. Muss ja mal was drauf gestanden haben. Das Ende der Baumstange. Eigentlich dumm, man nimmt keine Holztreppe, man wird zu faul zurückzulaufen.
Mhm. Da sind wir schon auf Firmengelände. Das Ding. Achso, da war ich ja drin. Hm. Na, von hier sieht man es gut. Alles klar. Treppenhaus. Ich bevorzuge die Haupttreppen, sind massiver. Da bin ich hinten irgendwo drin und bin jetzt hier durch dieses Durchlaufen auf dem Gelände angekommen und habe quasi diese Sachen überwunden.
Ist das hier eine Kegelbahn? VEB Dresdner Sportgeräte. Das sieht so eine Art aus. Kegelbahn. Kommen dann da hoch, gesteckt und runter. Also zurück und dann können die von da aus schießen. Hier drin war es. Was da nicht knallt. Nicht schlecht. Was alles so gab, war. Interessant. Warte mal. Etwas in mir. Nee, sollte mal hinter dem Ding da gucken. Nö. Das waren diese Kästen für die Heizung eigentlich, so kenne ich das noch. Hatten wir damals, glaube ich, in der Turnhalle oder so. Also ich habe das schon mal gesehen. Kunst für Dumme steht da. Oh, siehst du, viel höher geht's nicht mehr. Was war das hier? So eine Art Konzertraum. Könnte ja wie das Treppenhaus sein. Aha. Yep. Ende der Fahnenstange.
Ah, ein Aufzug, Lastenaufzug. Was ist das? Eine Art Kammer, wo irgendwas. Das sieht ja fast schon wieder modern aus. Who knows? Auch alles voll geschissen ist. Naja, zumindest gehen sie noch in die richtigen Räume. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich muss verlängern, weil ich noch nicht ganz fertig bin hier und es noch interessant ist. Ich melde mich 20 Uhr, aber ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern. Aha, deswegen hört die Treppe da auf. Ich verstehe. Nicht mal darauf. Oder? Hier war ich ja schon überall jetzt. Gut. Gehen wir mal zurück. Ach du Scheiße, hat sich wieder die Lasche verabschiedet. Na klasse.
So, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber ich war der Meinung, den Keller von dem Ding habe ich noch nicht gesehen. Geburtstagsparty. Ein Hoch auf Otti. Ja, da wisst ihr, was hier los war. Wir haben Ottis Geburtstag gefeiert. Die kenne ich da auch noch. Gab es zuhauf. Eigentlich wäre das meine Treppe gewesen, hier hoch in den Bereich, der gesperrt ist. Ist schlicht. Nee, es wollte nur hier hochgehen. Aber. Die sah nicht gut aus. Witzig, das so trotz das Ohr zu gucken. Ah ja, alles klar.
Jetzt könnte ich wieder gucken. So richtig Bock habe ich nicht. Oh, leck mich am Arsch. Warum hängt denn der Handschuh? Gehen. Ich gucke mal, wie viel ich überhaupt noch habe. Aha. Ja, hier ist er schon mit Zäunen und so. Er ist abgeschirmt. Durchgang. Watch. Aha, und hier könnte man dann auch wieder. Dass ich mir nochmal eine Welt eröffnet habe, nur weil ich durch ein ganz kleines Loch in der Wand gestiegen bin. Da war er. Ah, ein Kühlschrank. Nur Alter. Und ein Rasen hier. Und ein Haufen Müll.
Oh Scheiße, ich hoffe, ich bin auch nicht auf dem Firmengelände von irgendwas anderem. Okay, nee, hier hau ich ab. Das ist mir zu nah an der richtigen Welt, sag ich mal. Das bedeutet, ich probiere noch die Garagen da, wo ich durchs Fenster reinkomme. Dann verpiss ich mich. Ach, hier war nichts. Nur Müll. Dann werde ich die Garage noch mal schnell durchnehmen. Da. Und dann hätte ich es ja. Der Rest ist einfach zu nah an. Aktiven Firmengelände. Eigentlich ist das schon zu nah. Was genau? Ich werde zu fett. Dann werde ich zu fett für all das. Oh ne, hier steht ein Betriebsauto. Jetzt verpiss ich mich. Das ist. Ich muss mich verpissen. Also, ja. Warum stimmt's so nah? Jetzt gehe ich. Gut. Das war's ja im Wesentlichen. Na, gut. Das lassen wir mal lieber. Das sieht nicht gut aus.
mich am Arsch, Alter. Gut. Spätestens jetzt. Das war's für heute für die Lederfabrik. Und jetzt gehe ich saufen. Es ist Männertag.